Hi, heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ihr eure Realität erschafft. Und es ist nicht nur ein Blabla, ja, wir erschaffen unsere Realität, aber bei mir sind halt die Dinge so, wie sie sind und ich kann sie nicht einfach ändern, sondern Fakt ist, ob wir es wollen oder nicht, ja, wir erschaffen unsere Realität selbst. Und ob es eine gute oder eine erwünschte ist oder eine nicht so gute und nicht erwünschte, liegt tatsächlich an uns. Das heißt, alles ist Energie, alles ist Frequenz und alles ist Schwingung. Und Fakt ist, dass das, was wir in uns tragen, und das ist so ein bisschen der schwerste Teil an dem Ganzen, das, was wir in uns tragen, spiegelt sich im Außen und wir erleben es als Erfahrungen, als Begegnungen, als Leben. Und deshalb ist es das Zentralste überhaupt rauszufinden, was trage ich in mir? Also das heißt, was denke ich, was fühle ich, was glaube ich? Und vor allem diese Glaubenssätze, welche habe ich über mein Leben, über das Leben allgemein, über die Welt, über mich? Und wenn ich mir dessen bewusst bin, ja, was denke ich, was sind meine tagtäglichen Gedanken, wie denke ich, dass die Dinge funktionieren, was glaube ich über mich und dann anschaue, was habe ich um mich herum, ist es ein 1:1 Match und das Äußere spiegelt immer wieder, was wir in unserem Inneren haben und deshalb ist der erste Schritt, ich muss mir bewusst werden, was trage ich in mir und was sende ich sozusagen nach außen. An Gedanken, an Frequenz, denn das wird mir im Außen wiedergespiegelt. Und sobald mir das möglich ist, bewusst zu werden, mir selber bewusst zu werden, welche Glaubenssätze habe ich, kann ich anfangen, die mir nicht mehr dienlich sind, loszulassen und durch neue zu ersetzen. Und selbst wenn, also einen Glaubenssatz zu ersetzen, ist nicht so einfach, weil es natürlich ein Gedanke ist, den wir über Jahre und Jahre und Jahre wiederholt haben, deshalb ist es zu einem Glaubenssatz geworden, also es ist sehr verfestigt und hat sich über viele, viele Jahre meistens aufgebaut und sitzt da drin. Also man kann nicht einfach sagen, ich ändere jetzt meinen Glaubenssatz, aber man kann anfangen mit dem, dass man sich bewusst wird, wenn du dir darüber bewusst wirst, das ist ein Glaubenssatz, den habe ich mit mir rumgetragen, bisher, aber er dient mir nicht, zudem, dass er noch nicht stimmt. Deshalb entscheide ich mich, ich stelle den mal ab. Und ich probiere mal einen anderen, so, und dann nehme ich den und dann trage ich den mal mit. Ja, das heißt, ich wiederhole den. Und das in keiner Art und Weise, wie ich muss das wiederholen 100-mal als Affirmation, sondern als Streicheleinheit. Und zwar als zarte, ja, drückst dir nicht auf, weil sonst gibt es Widerstand und dann merkst du, damit geht es mir nicht so gut. Es fühlt sich unnatürlich an, es fühlt sich zudem, dass ich das nicht geübt habe bisher, auch irgendwie dann falsch an. Lass es ganz sanft zu dir kommen oder geh damit ganz sanft um. Und nur die Affirmation bringt natürlich nichts. Ja, viele sagen, ja, ich habe mir schon 1000 Affirmationen angehört und reicher bin ich immer noch nicht. Natürlich nicht. Es geht nicht darum, Punkte abzuarbeiten oder etwas besonders gut zu lernen und dann umzusetzen. Es geht darum, seinen Seinszustand zu verändern. Denn das ist es, was nach außen strahlt und das ist es, was uns gespiegelt wird. Natürlich gibt es über die Art und Weise, wie wir unsere Realität erschaffen, ganz, ganz viel zu sagen und ich werde definitiv noch einige Videos zu diesem Thema machen, aber das nur jetzt mal als Startpunkt. Werde dir bewusst, welche Glaubenssätze habe ich? Damit sind sie im Bewusstsein und nicht mehr im Unterbewusstsein. Und wenn sie im Bewusstsein sind, kannst du damit arbeiten. Und dann nimm diese, sei dir bewusst, dass die nach außen strahlen. Und die dir nicht dienlich sind, formuliere sie um, sodass sie dienlich wären. Und versuche danach zu handeln. Ja, wie handelt ein wertvoller Mensch? Wie handelt ein selbstbewusster Mensch? Wie handelt ein reicher Mensch? Wie handelt ein glücklicher Mensch? Wie handelt ein gesunder Mensch? Ja, und nicht nur wie handelt, sondern auch, was denkt der? Was fühlt der? Begib dich da rein und dann wirst du merken, wenn sich dein innerer Zustand verändert, verändert sich auch das im Außen. Wir denken immer, wir sind so programmiert, das Äußere zu
zu analysieren, das Äußere zu scannen. Ja, seitdem wir auf der Welt sind, beobachte, scanne. Unser Ego ist so angelegt, das ist ja auch hilfreich. Wir erschließen so den Sinn und erfassen den Sinn und die, wie die Welt funktioniert. Und dann reagieren wir entsprechend darauf. Aber so funktioniert nicht Creation, so funktioniert nicht Realitätserschaffung. Ganz im Gegenteil. Es beginnt hier drin. Ja? Geh von einer Theorie aus. Geh von einem Statement aus. Einer Erwartung. Geh von einer Erwartung aus und schick die da nach außen. Und wenn du hundertprozentig überzeugt bist, dann wird diese Erwartung auch eintreten. Ja? Das wissen wir von den Negativbeispielen ganz, ganz oft. Oh, ich werde die Prüfung ganz bestimmt nicht bestehen. Tada! Ja, oder, oh, mein Lover wird mich bestimmt wieder verlassen. Tada! Das sind Erwartungen, die kreieren Schwingungen, die nach außen gehen. Und genau das bekommst du zurück. Denn das Universum ist immer einschließend. Das Universum sagt zu allem Ja. Dein Wunsch ist mir Befehl. Und wenn du sagst, ja, der wird mich bestimmt wieder verlassen, also gut, okay. Und deshalb werde dir bewusst, was du denkst und lass es mehr von dem sein, was sich gut anfühlt und dann sieh, wie sich es im Außen manifestiert. Und dann bekommst du die Bestätigung und auch die Motivation, da weiterzumachen. Und natürlich ist es nicht nur Magic, Zauberei an einem Tag. Es ist eine neue Art und Weise, das Leben anzugehen und eine neue Art und Weise, in dir zu sein. Aber es funktioniert und ganz, ganz Millionen von Menschen leben das täglich. So, wenn dir meine Videos gefallen, abonniere meinen Kanal, dann bekommst du die neuesten Videos immer zugeschickt. Für mehr Informationen komm auf meine Website healingandtransformation.com. Mein Name ist Melanie. Ich freue mich bis zum nächsten Mal.